Hey und willkommen zu einer Runde. Ich bin Dummerhe und das ist SWTOR oder Star Wars The Old Republic. Das berühmt-berüchtigte Online-MMORPG von Star Wars, von BioWare und EA. Das ist schon die zweite The Old Republic-Folge. Das letzte Mal haben wir mit meinem Zweitcharakter, eigentlich meinen Drittcharakter, mit meinem Drittcharakter gespielt. Eine imperiale Flotte befindet sich im Orbit und die planetarische Geschützeinrichtung da unten ist der Schlüssel zum Sieg. Leider haben uns die Imperialen im Visier. Sie haben ein Transportschiff und einen kompletten Boden. Okay, ja. Die Anlage da unten hat drei Artilleriegeschütze zur Luft. Finde die Zielkonsolen der Geschütze und hackt sie, um die Kontrolle darüber zu erlangen. Lenkt das Feuer auf das feindliche Transportschiff, um es herunterzuholen. Okay, jetzt ist der republikanische Kommandant zu Ende. Hat der republikanische Kommandant zu Ende geredet. Okay, Darkon war eigentlich mein, also dieser Jedi-Ritter hier, den habe ich als Tank gemacht, war eigentlich mein Zweitcharakter. Aber ich fand die helle Seite so langweilig, dass ich noch einen zweiten Charakter von der dunklen Seite gemacht habe und er ihn dann zum Zweitcharakter hochgelevelt hat. Das heißt schon ein Weilchen her, dass ich Darkon überhaupt das letzte Mal gespielt habe. 4-5 Monate. Und ich habe mit ihm noch nie ein Kriegsgebiet besucht. Das heißt, ich habe noch nie ein Kriegsgebiet auf Seiten der Republikaner besucht. Ich weiß noch, und zum außerdem weiß ich gar nicht mehr, was Darkon eigentlich jetzt alles kann. Aber erstmal die erweiterten Schnellleisten einstellen. Naja. Ich weiß auch gar nicht, ob das so clever ist, einen Tank als Kriegsgebiet-Charakter zu nehmen. Ich fand persönlich immer als Sith-Hexer hat man unglaublich große Vorteile in Kriegsgebieten. Oder halt als mein Fizz Maurador. Also wenn ich mich nicht täusche, kann es sein, dass jetzt hier einer auftaucht, aber das scheint nicht so zu sein. Perfekt. Wir haben 500 Punkte. Wunderbar, erste Medaille. Schauen wir mal unten. Währenddessen habe ich vielleicht Zeit, mal durchzulesen, was ich eigentlich nochmal alles kann. Machtsprung. Schwertschutz. Okay. Das ist Spaltschlag. Meisterschlag. Na, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Schauen wir mal, was es hier alles gibt. Ui, das sind aber viele. Nein, nein, nein. Bleibt ihr mir ja weg vom... Bleibt mir vom Leib. Warte mal kurz. Ich drücke einfach mal alles und hoffe, dass es funktioniert. Das bin nicht ich, oder? Nein. Ui, verdammt. Nein, nein, nein. Hört auf, hört auf. Nein. Jetzt habe ich das Ding ausgeschaltet. Da war ich ja wieder sehr erfolgreich gerade. Oh Mann. Ich vermisse meinen Sith-Hexer, mit dem habe ich das wirklich gerne gemacht. Oder eben mit meinem Sith-Morador, das heißt mit meinem Zwei-Schwerter-Sith-Typ. Und mit dem hier habe ich das noch nie gemacht. Da könnte ich jetzt reinspringen, aber da würden wir dann alle sterben. Eigentlich sollten wir jetzt oben warten. Das ist doch absolut... Eieieiei. Auf Wiedersehen. Ach, komm schon. Ich stelle mich da gleich zum anderen Ding hin. Das hat so keinen Sinn. Wieso habe ich immer das Glück, in Teams zu sein, die sich nicht absprechen können? Hier, der sagt's doch nicht gehen, Leute. Hä? Oh, schon wieder ein Brief, den ich nicht gelesen habe. Aber noch können wir gewinnen. Noch ist es nicht verloren. Oh Mann. Wir könnten versuchen, die Seite da hinten zu erobern. Aber da bräuchten wir dann mehr als einen. Der springt da rein. Weißt du was? Ich probiere jetzt mal was ganz, ganz Böses. Und versuche,
Was macht das hier? Das macht nicht schneller, oder? Nein. Übrigens, ich liebe diese Star Wars Musik. Machtsprung. Dann 1, 2, 3. Ach komm, renn mir nicht davon, du Feigling, du. Ach. Okay. Einfach mal alles draufhauen, was ich hab. Okay. Verliert man leicht den Überblick. Und ich werde wahrscheinlich sterben und nichts mit mir reißen. Ach komm schon. Jetzt haben wir sowas von verloren. Die Runde wird wahrscheinlich 3 Minuten dauern. Also ich glaube, ich werde jetzt keine Runden mehr mit SW-Tor machen, außer vielleicht mit meinem Sith-Hexer. Boah, dann noob ich ja total mit dem hier. Was hat man davon, wenn man Charaktere spielt, mit denen man normalerweise nicht spielt? Oh nee. Ja, ich opfer mich jetzt mal. An. Was ist denn das? Okay. Und draufhauen. Ah. Wisst ihr was? Soll ich euch was verraten? Wenn ich jetzt keine Runde zeigen würde, ja? Ich weiß gar nicht, wie viel das wäre. Ich glaube, die 7. oder 8. oder so. Dann würde ich jetzt einfach bei dem Team da hinten stehen an unserem an unserer einen Station, die wir angenommen haben. Und einfach bequem und lässig abwarten, bis wir ein paar Pünktchen kriegen. Ui. Ein Angriff da. Die werden aber dann ganz schön frech hier. Echt jetzt? Ganz schön frech werden die hier. Das konnte ich früher alles mal, indem ich nur auf die Zahlen geklickt habe. Komm schon, ich krieg dich. Okay. Komm schon, komm schon. Ich krieg dich down, du blöde Kuh. Ja, komm. Wenigstens einen. Nein, jetzt habe ich das schon wieder ausgeschaltet. Ehrlich jetzt? Oh Mann, ich krieg ja heute gar nichts zustande. Überhaupt nichts. Was für eine beschissene Runde. Das hat man davon. Wieso bin ich denn hier gelandet? Na, was soll's, gefällt mir. Landet man normalerweise nicht da oben? Naja. So läuft das eben manchmal. Aber das heißt, die Runde wird wahrscheinlich recht schnell vorbei sein. Die machen alle gar nichts mehr, ne? Eieiei. Stehen die jetzt alle da oben, oder was? Schauen wir mal. Da dürfte gerade keiner sein, oder? Doch. Da sind natürlich wieder welche. Gehe ich auch unten rum. Ich werde letzter sein. Also da war ich mit meinem Sith-Hex das letzte Mal besser. Und mit dem habe ich ab und zu auch gespielt. Also es... Och, komm schon. Na, ich habe keine Lust. Auf Wiedersehen.
Schau nur mal in der, ob er mir folgt. Nein, das tut er nicht. Ach. Das kann man vergessen, das Spiel. Echt jetzt? Das ist sowas von gelaufen. Na, ich werde hier sowieso gleich wieder sterben. Das dachte ich mir schon. Ach, jetzt kriegt er das auch noch mit. Okay. Ich probiere es einfach mal, vielleicht habe ich Glück. Nein, habe ich nicht. Das kann ab und zu schon funktionieren. Einfach alles draufhauen, was ich habe. Komm schon, ich habe dich fast down. Ach komm. Naja, die Runde ist schnell vorbei. Wird schnell vorbei sein. Man sieht's. Also das Ziel ist hier... Genau, der hat ja am Anfang gesagt, wie es funktioniert, was man machen muss. Und wie ihr seht, deutscher Server, weil da oben dauernd einer ist, der sich beschwert. Und wir haben ein Team, das überhaupt nichts kann, koordinationstechnisch gesehen, was auch an mir liegt. Das kann man eigentlich jetzt vergessen. Ja, ich bin down. Jetzt sind die hier schon so frech und keiner kommt und hilft. Die bleiben alle da hinten stehen. Herrje. Ach, jetzt? Verstehe ich das, oder? Ein Feind ist unschlagbar. Komm schon, einen kriege ich doch noch down. Was hat man davon, wenn man einen... Ich dachte mir schon, dass es nicht so optimal ist. Oh, ich habe was gemacht. Wo ist er hin? Komm schon, wo bist du? Feigling, zeig dich. Naja. Ach, du liebe Zeit. Hey, das war anscheinend sogar eine Quest, die ich hier gemacht habe. Na, was soll's. Schauen wir mal, was überhaupt alles momentan angeboten wird. Uiuiui. Ultimatives Stufenaufstiegspaket. Aber das war's. Wie kriege ich... Egal, spielt keine Rolle. Wie habe ich es denn geschafft, nicht Letzter zu werden? Sogar einer von den Letztern, aber soll's. Ich habe Heilung. Cool, cool, okay. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei dieser total missratenen Runde. Das nächste Mal wieder eine spannendere Runde. Mal schauen, was es wird. Auf jeden Fall, ist das schon draußen? Auf jeden Fall, ciao, ciao und bye, bye. Dummer, hey.